Im letzten Video haben wir getestet, wie weit wir im Rank aufsteigen können in nur einer einzigen Stunde. Und heute machen wir dasselbe, aber wir verdoppeln auf 2 Stunden und schauen mal, wie weit wir kommen. Außerdem, Leute, bevor es hier richtig mit dem Video losgeht, ihr seht schon, ich bin gerade auf unserer eigenen 1-1-Map, denn ich habe mich mit Kato und Magikin zusammengetan. Und das hier ist unsere 1-1-Map. Der Code ist natürlich die ganze Zeit eingeblendet. Schaut da gerne vorbei, spielt gerne auf unserer Map, wenn ihr uns supporten wollt und auch vielleicht mal auf uns treffen wollt, denn wir selber spielen die Map natürlich auch. Hier haben wir die verschiedensten Waffen auf dem Boden. Da vorne kann man auf den Knopf da drücken, dann bekommt man direkt dieses Inventar, was ich auch gerade habe. Wir haben hier verschiedene Hintergründe, wie man schon sieht. Das Ganze in Rot und den klassischen Vorderhintergrund. Vielleicht kommen später auch noch mehr. Und man kann auf 200 oder auf 175 HP spielen. Das ist eigentlich alles, was ihr müsst. Schaut gerne vorbei auf der Map. Die Release heute um 12 Uhr. Ich will da jeden von euch sehen. Also, machen weiter mit dem Video. Natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einen Timer mit dabei. Den seht ihr direkt unter der Facecam hier gerade. 2 Stunden. Und ich zeige euch meinen aktuellen Rang, denn wir sind hier auf Diamond 3, 57%. Und wie man hier jetzt gerade schon sieht, danach kommt noch Elite, Champion und Unreal. Und Unreal ist natürlich wieder das Ziel für diese Season. Denn natürlich wollen wir auch in Chapter 5 wieder den höchsten Rang in Fortnite Ranked erreichen. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die Runde. Ich bin gespannt. Ranked Solo und mal schauen, wie viel Prozent wir machen können. Wir sind aus dem Bus gesprungen, das heißt, ich muss genau jetzt den Timer starten, wenn ich ihn finde. 2 Stunden Timer läuft ab jetzt. Wir landen direkt mal ganz... Okay, auf der Zipline, das wollte ich nicht. Ganz, ganz aggressiv, wollte ich sagen. Weiß ja nicht, ob das so schlau ist, in dem Haus hier zu landen. Ich bin super selten in der Stadt und da ist auch schon der Boss. Das ist nicht so cool. Ich wollte Headshot Snipe. Let's go. Coole erste Runde. Was macht der denn da? Ah, erster Kill. Aber das ist der erste Kill im ganzen Video jetzt heute, oder? Und das Seiten könnte mein zweiter sein. Ich brauche nur noch kurz eine Waffe. Junge, wie viel Metz hat der? Woher? Was macht der? Digga, diesen Bot hier in Solos zu holen macht absolut keinen Spaß. Ich muss da jetzt reinlaufen. Bro, graue Pump und alle Waffen sind leer. Und wieder sind alle Waffen leer. Neuer Gegner. Hier waren so viele Leute vorhin die ganze lange Zeit, einfach gar keiner mehr. Aber ich hole mir auf jeden Fall kurz meinen Cash, weil ich habe kein Healing. So, immer wieder Full HP. Jetzt können wir weitermachen. Die Minis nehmen wir uns noch mit. Was macht der hier eigentlich? Oh, das sind 2, moin. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich wieder low. Was macht der? Warum bin ich so low? Wo gehen die an? Ich kann nicht resetten! Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich wäre so sauer. Irgendjemand baut hier unten gerade den gesamten Bildfight ab und ich habe keine Ahnung, was seine Mission ist. Ist er jetzt vom Zug gebrieft? Oh mein Gott. Nein! Leute, diesen Sniper-Bot, ich hab Angst vor dem. Da ist jemand drin. Er wollte mich auch snipen, was eine Ratte. 8 Kills ist halt sogar gar nicht mal so viel, sag ich ehrlich. Also finde ich jetzt nicht so krass bisher. Aber die Runde hat auch echt langsam angefangen. Und ist ja nicht die letzte, die wir heute spielen werden. Da kommt ja noch die eine oder andere hoffentlich. Die SMP ist auch so stark. Hilfe. Ja, TikTok. Mach mal weiter deine TikToks. Geh mal raus aus meiner Lobby. Er hatte Mythe-MP und goldene Sniper. Also wenn das kein Upgrade ist. 5 Leute nur noch. Oh mein Gott, ich krieg keinen 15 Kilometer hin. Egal, solange ich die Runde überhaupt gewinne, ist schon in Ordnung. Okay, er hat einfach gar nichts gemacht. Ich dachte auch irgendwie, der geht einmal aus der Box raus oder so. Aber nein, der steht da einfach. Warte mal, war das jetzt ein Bug oder ist da jemand drinne? Hä, steht da jemand mit dem Schild oder bin ich dumm? Ich baue das jetzt ab. Hä, was hätte ich denn dann? Hä, was ist das für ein Spiel? Was war das? Es wurde gerade neu gebaut. Das heißt, da rechts in der Ecke sitzt wahrscheinlich einer mit der Sniper. Was? Wie viele? Wie viel hält der aus? Hilfe. Also wann gibt es eigentlich diese ganzen Bots hier in Ranked? Jeder spielt gerade mit irgendeinem Bot zusammen. Gab es die am Anfang der Season auch schon oder warum hatte die keiner? Warte mal, er kommt im Auto. Hä? Was ist denn hier los?
Mein letzter Gegner ist einfach komplett lost. Oh, zack, meldet. Und ein No-Scope. Nein. Und ein No-Scope. Nein. Ich hätte keine No-Scopes auf ihn. Ich hole ihn einfach. Warte, stimmt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Man, also jetzt grappelt er die ganze Zeit hin und her. Ich habe vergessen, das geht ja auf Zeit. Ich darf ja keine Zeit verlieren hier. Weil wie viel sind wir denn gerade? Zweite Runde gewonnen, eine Stunde, eine halbe Stunde ist umfasst. Bis wir in der nächsten Runde sind, ist das auf jeden Fall schon mal ein Viertel der Zeit vorbei. Aber wir gucken erstmal, wie viel bekommen wir für die Runde. 57% auf keinen Uprank. Boah, das ist krass. Ich dachte, bei Diamond bekommt man so übel viel Prozent und auch, dass es richtig schnell geht am Anfang. Egal, wir machen ready, wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Und ich starte mal wieder ein bisschen außerhalb. Wenn jemand mitkommt, dann fight stehen. Wenn nicht, dann loot ich mich erstmal entspannt hoch und hol mir gleich den Bot. Sieht aber so aus, als würde hier gar keiner mitkommen. Also ich habe die ganze Seite hier für mich alleine gerade. Endlich Minis. Oh mein Gott, es ist so schwierig, hier Schild zu finden irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und eine Shotgun. Zwar keine, die ich sehr mag, aber wir gehen rein damit. Das passt schon. Der Bot ist immer noch nicht down. Ey, der Typ ist so lange an dem Bot dran und keiner holt den. Wir gehen da jetzt rein. Hat er den Bot mittlerweile? Ich glaube nicht. Aber hier ist ein Spieler. Das snipe ich nicht. 3 Schuss muss reichen, oder? Komm, 3 Schuss reicht. Ja, bitte one-pump mich mit einer grauen Pump. Ey, super. Freut mich, da kommt ein Gegner. Digga, ist das hier anstrengend gerade? Warte mal einen Moment. Wo will er denn jetzt hin? Hallo? Lauf zu laufen. Ich habe Clips von dem gesehen, aber seitdem das Item drin ist, habe ich noch nicht eine Runde gespielt. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das mehr als die Minis? Ich glaube schon, oder? Da oben ist jemand drauf. Warte mal, warte mal. Ein AP. Es ist nicht meine Wand. Oh mein Gott. Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich nicht mindestens 3 Wins heute hole insgesamt, innerhalb von den 2 Stunden, dann bin ich enttäuscht. Ich weiß... Ja, der hält 2 Pumps mit der Lila, also das ist geisteskrank. Ich weiß zwar, dass ich die letzten 2 Wochen viel weniger gespielt habe und vielleicht auch nicht ganz so gut bin wie sonst, aber es muss ja wohl reichen. Also 3 Wins ist ja jetzt nicht so schwer. Das muss ich aber hinbekommen. Und deswegen gehen wir da jetzt auch mal direkt mal rüber pushen, da kenne ich gar nichts. Oh mein Gott, der Grappler da oben ist so cool. Den will ich haben. Ja, weiß ich nicht, so macht man das nicht auf Elite. Ich meine, dieser Bot hier geht mir so unfassbar auf die Nerven. Mein Solo dauert das 10.000 Jahre, den zu holen. Da kommt gerade ein Gegner reingeschlichen, oder? Ja, ja, wusste ich doch. Ja, ey, das ist der, wirklich dieser typische Spieler ohne Gehirn, der einfach nur rein W-Keen will. Wir haben es geschafft. Hat nur 10.000 Jahre gedauert, aber let's go. Und rein in den Tresor. Dann nehmen wir uns noch die Fässer hier ganz schnell mit beim Vorbeilaufen. Sind wieder Full HP. 3 Bigs. Wir haben einen Grappler, wir haben einen Sniper, wir haben guten Loot. Und wenn nichts Dummes in der Runde passiert, ich will es nicht jinxen, aber ich sag, das ist ein Win. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er fightet. Oh, einer ist gestorben und da gehen wir rein. Oh mein Gott, das ist jetzt risky. So dämlich. Ernst, ich habe gerade schon Bock, einfach nur rein zum Pulsen. Ist ultra dumm. Aber wie habe ich da gerade Bock drauf? Mach ich jetzt auch einfach. Jo, egal. Nee, hat nicht so gut geklappt. Digga, er replaced meine Wand und campt mich da ab. Da gehen wir rein. Ja, 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 ja. Geh mal down. So, jetzt haben wir wieder 2 Bigs. Let's go. Auf der Brücke ist jemand. Und hier unten im Busch auch, lol. Wir holen uns den Brückencamper zuerst. Da, er spielt mit Schild. Hilfe. Kann man eigentlich so wenig Walls gegen die Leute mal bekommen, dass ich wirklich... Der weiß nicht, was er macht, aber ich muss ihn 5-mal replacen. Ist hier noch einer drin? Vielleicht? Oh Leute, da ist wirklich einer drin.
Ey, bitte. Muss nicht sein. Uncool. Ja, verdient. Ich weiß zwar nicht, ob das genau der war, der mein Kill gecleant hat. Aber selbst wenn das nicht war, hat das trotzdem verdient. Oh, da ist auch jemand. Oh mein Gott. Was macht er denn für eine Flopper-Taktik? Der Bruder hat gerade die ganze Runde lang geangelt, um dann einfach down zu gehen. Es tut mir so leid. Junge, endlich kriegt die Runde hier auch mal ein bisschen Tempo. Kommt ein Gegner nach dem anderen jetzt auf einmal. Nee. Auto ist kaputt. Er bleibt einfach trotzdem drin. Das juckt ihn gar nicht. Er nimmt das nächste Auto und rennt weiter. Ey, ich fass es nicht. 7 Leute leben noch. Ich habe 7 Kills. Ich habe das Gefühl, die wird auch nicht viel besser als die andere Runde mit dem Würden. Aber solange wir die Runde gewinnen, ist alles gut. Denn wir haben hier noch... Wir sind fast bei der Hälfte der Zeit. Eine Stunde noch. Ich würde wirklich gerne wissen, wo der Typ hin ist, der mit seinem Auto abgehauen ist gerade die ganze Zeit. Top 5. Junge, das geht so schnell. Aber wir holen uns die Münze da hinten. Ich will jetzt einfach alle Münzen haben. Was macht er? Was macht er? Er hat offen gelassen. Der macht safe auf. 3, 2, 1. 3, 2, 1 und... Als ob er nicht aufmacht. Zwei Münzen, drei Münzen. Oh, ich habe alle 5. Pump auch noch. Cool, cool, cool. Gutes Inventar. Goldene Sniper, aber mit einem anderen Visier. Die will ich nicht. Und es geht weiter. Ey, ich habe so viele Münzen. Hat der Medkits gehabt zufällig? Ich brauche halt keine Bigs mehr. Ich brauche kein Schild. Die Münzen reichen. Ja, witzig. Also hier im Baum zu fighten macht der übel Spaß. Hittet mich halt auch noch dadurch. Ich hab da gerade eine Wand gebaut. Ey, ich wollte da gerade eine Wand bauen. Wie nervig. Die Sturmvorhersage wurde in der ganzen Runde noch nicht gemacht. Soll ich mal machen einfach? Bin mir ja immer noch nicht sicher, ob das hier Rank-Prozente geben soll oder nicht. Weil manche Leute sagen ja, manche Leute sagen nein, aber ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach, wenn die KTA schon so for free rumliegt. Oh, Axt, die ist drin. Ist das schon wieder so ein Bug? Warum kommt so eine Hitbox, wenn ich in den Busch reinschieße manchmal? Als ob ich wen gehittet, also so ein Hitmarker, als ob ich wen gehittet hätte, aber da ist keiner drin. Auf jeden Fall ist die erste Stunde offiziell vorbei. Wir haben bisher eine einzige Runde gewonnen. Ist nicht so stark. Aber ich sag ehrlich, wenn ich jetzt in der zweiten Stunde hier noch 2 Wins mache, dann ist alles gut. Also 3 Wins will ich insgesamt mindestens schaffen. Oh, die fighten da oben, die letzten beiden Gegner. Vielleicht auch einen Clown, einen Clown. Ja, den will ich haben. Das ist meiner. Bro, es geht nicht eine rein. Er kommt einfach reingelaufen. Völlig geisteskrank, der Typ. Das letzte 1-1. Ich habe jetzt schon 10 Kills. Wir sind gerade Top 2. Ja, minus 60. Passt. Er hat halt einen Reinlaufpump. Der kann eigentlich... Also wenn ich es nicht dumm spiele, dann kann er eigentlich gar nicht gewinnen, würde ich sagen. Aber wir spielen natürlich dumm. Weil wir riskieren. Für den Content. Bro. Ich hasse die... Was ist das? Kein Hit? Wie ist das? Kein Hit? So, zack. Raus. Ah, wir bleiben drin. Wir wollen den Rank sehen. Okay, wir sind jetzt mittlerweile bei... Wir sind jetzt mittlerweile bei Elite... Fast 40% angekommen. Und wir machen direkt weiter, denn wir haben immer noch mindestens 2 Runden, die wir ausspielen können. Ich weiß nicht, ob man gesehen hat, wie abgelenkt ich war, aber ich... Also, ich weiß nicht ganz so mit vollem Fokus hier in der Landung. Auf einmal stehe ich in einem Bot drinne. Egal, wir machen das noch. Mann, es sind so viele. Es sind so viele. Da wollte er auch einfach mal meinen Coin klauen. Ich habe die ganze Arbeit hier gemacht. Ich habe jeden Bot geholt, alles alleine. Und dann will er einfach herkommen und das klauen. Das geht nicht. Dafür auch verdient in der Lobby gelandet. Sage ich, wie es ist. Blaue Pump. Sehr, sehr gut. Ich habe keine Lust mehr auf Reinlochpump. Und die Sniper nehmen wir natürlich auch mit. Ich mache mir da mal wieder mein Visier drauf. Dann einfach mal 5 Schuss, weil warum nicht?
Dann auf jeden Fall schneller anvisieren und einfach mal Silence, warum nicht? Oh, zack, Shotgun, auch wichtig, das ist richtig, das machen wir einfach schneller auch, komm, zack, und Visier ist mir egal, brauche ich eh keins. Weiter geht's, Waffen sind fertig, ich bin fertig, das hier ist ein Spieler, glaube ich, das ist kein Bot. Das ist ein Spieler, ja. Das ist 28. Soll er ist Creative Warrior. Was geht jetzt? So ein schlechter Edit. Aber er ist einfach Creative Warrior, Junge, mit Double Edit, Triple Edit, Right Peak und allem möglichen. Krass. Das ist so krass, wie in Ranked gerade mal mein Offspawn-Fight vorbei ist. Ich habe den Bot geholt, ich habe zwei Leute geholt und den Tresor geöffnet und es leben 29 Leute nur noch. Dieses Tresor-Bot-Announcement-Ding hier ist jetzt gerade gekommen mit der Zone. Das machen wir jetzt einfach mal wieder. Und ich hoffe, ich bekomme irgendwo einen Grappler her, weil ein Impuls reicht absolut nicht. Ey, ich kann auch verstehen, dass keiner die Bots macht. Junge, so weit weg, wie die ganze Zeit spawnen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe auch keine Lust, die zu suchen. Das ist ein Gegner. Den Gegner habe ich einfach schneller gefunden. Dann hole ich den halt zuerst. Komm. Wenn ich halt einmal eine Wall bekommen würde in diesem Spiel, dann wäre es so einfach. Stell dich mal vor. Nö. Ja, nice. Gut gespielt, Bro. Da sind die Bots. Ey, was geht? Und die Karte ist drin. Wir haben Zone-Announcement. Vielleicht Rank-Punkt, ich weiß es immer noch nicht. Aber guter Start in die Runde. Obwohl nur noch 20 Leute leben. Wie soll ich denn so irgendwelche coolen Runden machen? Hier ist noch eine Münze am Rumschleichen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ich will dich fighten, komm her. Und jetzt fight ich ihn auf jeden Fall. Aua. So ein Troll, wirklich, er ist so schlecht, nein. Was ist jetzt los? Ich habe ihn noch reinlaufen sehen in den Busch hier. Er muss hier sein. Oh, ich blocke ihn mit einer Wand und der fällt komplett runter. Endlich, 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 endlich. Ich schwör's euch, in Ranked Solo auf dieser Elo, alle wollen einfach nur reinlaufen, Aim-Duel und keine Ahnung, wie 50-50 reinlaufen. Das ist geisteskrank, wie hier alle spielen. Alles abbauen? Weil wie ist der Plan? Ist das ein guter Plan? Ich weiß nicht. Kein guter Plan scheinbar. Wie ist das kein Hit? Wie ist das auch kein Hit? So unsatisfying. Ich hab mich selber eingesperrt. Mann. Ich denke mal, das war auch der einzige Tryhard hier aus der ganzen Runde, weil der halt noch Münzen hatte. Und zwar. Ist hier noch eine? Da. Und zwar hatte der nämlich den anderen. Jetzt habe ich wieder alle 5 Münzen aus der Runde. Ich glaube, die restlichen Leute sind alles nur Camper. Ah, er hatte auch die Pump gehabt. Hier, den hier für dich. Bro, will der jetzt mein Auto klauen? Hey, was war das denn jetzt schon wieder? Wie dumm. Und wer sniped da auf mich?
Oh mein Gott, es gibt mehrere Leute, die hier snipen in der Runde. Bro, ey, bitte. Und ich habe keine Mets mehr. Ich weiß nicht, warum ich keine Mets habe. Wollte mal Bigs kaufen. Auch einfach mal einen zu viel, weil man hat das Geld ja natürlich. Das Einzige, was ich nicht habe, sind Mets. Und das nervt. Na, das ist genau der, den ich vorhin low hatte, der weggerannt ist. Soll man nicht nerven jetzt. Oh Gott, 500 Metal. Und Brick. 500 Brick. Er ist tot über mir, ey. Das ganze Game ist auf einmal witzig. 500 Metal, 500 Brick und der Typ, der mich genervt hat, wird einfach gesniped scheinbar. Ist das geil. Ist das witzig, auf einmal macht alles wieder Spaß. Ich dachte gerade, das war's schon mit meinen 10 Mets. Einer ist im Sturm gestorben und die anderen beiden fighten da gerade. Einer ist one-hit, oh mein Gott. Stirbt, der ist white, der letzte, der stirbt. Ja, nice, GG's. Okay, wir haben immer noch eine halbe Stunde für den letzten Win. Einen will ich nämlich mindestens noch schaffen. Glaube ich, wenn ich mich... Habe ich jetzt schon 3? Ich habe schon 3, oder? Ja, dann machen wir 4. Komm, wir machen 4. 60%, immer noch nicht. Junge, es ist so unsatisfying. Wir sind die ganze Zeit immer so 1% vor einer clean Zahl. Also wenn wir Elite komplett durchspielen und es bis Champion schaffen, das wäre geisteskrank. Aber ich glaube, das ist zu schwer. Ich weiß nicht, ob man das in einer halben Stunde noch schafft. Der ist auf der SMG gelandet und will mich jetzt wahrscheinlich jagen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Und jetzt hier runtergesprungen? Es ist so klar. Ich wusste es. Aber ich habe mehr HP als er. Ja, ultra dumm. Digga, er landet auf dem Dach, findet eine SMG und will mich instant pushen. Oh, man kann den Spieler nicht bauen. Ey, Bro, dieses Spiel, ne? Warum gibt es so viele Ecken, wo du einfach nicht bauen kannst? Richtig dummes 50-50, aber ich hab Bock drauf. Wir machen's. Er hat nicht mal Schild. Oder oh, kommt ein neuer Gegner. Er hat nicht mal Schild gehabt. Und ich mache 4-mal White Hits und ich bekomme ihn nicht. Und dann sind wir wieder voll. Und der Grappler ist crazy. Mir wird mein Kill geklaut. Will ich wahrscheinlich jetzt auch noch. Kann man schon wieder nicht bauen, da ist schon wieder eine Ecke ohne bauen. Wie kann es sein, dass mir in jedem einzelnen Solo-Ranked-Video immer so viele Kills geklaut werden? Jedes einzelne Mal. Da sind 2 Leute in dem Haus, oh mein Gott. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Er weiß es nicht. Ja, jetzt wusste er es doch, weil er mich abbauen gesehen hat. Aber auch chillig, dass er genau in dem Moment hier ins Haus reinläuft. Er ist über mir. Ich dachte, er ist unten. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Hä, wer ist er jetzt schon wieder? Bro, hier sind so viele Leute am Campen und keiner macht irgendwas. Okay, der will jetzt clean kommen natürlich, ist klar. Hä, er ist dumm.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch schon wieder so ein Tryout, aber der war dumm. Warum geht er da lang, wo er weiß, dass ich da bin? Also, ich glaube, der ist einfach so... No joke, sowas sind meiner Meinung nach Creative Warrior, die irgendwie dann Creative viele Double Edits können und flexen und alles mögliche, aber die einfach nicht fighten können in-game, weil die dumm sind. Es tut mir leid, aber so ist es einfach. Da kannst du deine Mechanics üben, wie du willst, aber wenn du einfach dumm bist, dann wird das auch nichts. Geboxt. Ja, drei Laufkampf und der Bot schießt mich von der Seite an. Green Count? Bringt gar nichts, schade. Das finde ich jetzt schon wieder cool, dass endlich mal nicht ich derjenige bin, der zertieft wird. Oh, der will auch schon wieder W-Kin, das finde ich nicht so gut gerade. Ja, jetzt bin ich wieder derjenige. Ey, ist das so klar. Das war's. Oh mein Gott, das ist so lucky. Er hat kein Healing. Doch, er hat Healing. Oh mein Gott. Er jumpt genau an der Seite raus, wo ich... Also er jumpt genau an der Seite rein, wo ich raus will. Ist das unlucky gewesen. Jetzt erstmal schnell irgendwo ein Medkit oder so finden. Dann hole ich mir immer noch die Münze, die da in Zone ist. Und dann schauen wir weiter. Er will mich überfahren. Aber nicht fighten, sondern fährt weiter. Ja, der will sich jetzt die Münze holen, ne? Das geht halt nicht. Mann, ich werde vom Bots gewkillt, während er sich meine Münze holt. Kann schon wieder nicht sein. Zielen. Zack. Hat mich gebracht. So, zack. Er ist einfach einer entspannt am Schwimmen. Was denkt ihr, wie viel Bock hat der jetzt zu fighten? Okay, ich glaube, der hat nicht so Bock. Da ist der Typ. Guck mal. Bei dem hat er noch meinen Bot geklaut und jetzt ist er so respektlos und schießt mich an. Wie jetzt abhauen? Ey, warte mal, abhauen ist hier nicht. Bro, ich hab schon wieder keine Ahnung, wo er ist. Das nervt. Das ist er. Ich hab ihn wieder gefunden. Ja. Du denkst auch, du kannst meine Münze klauen, meine SMG, und einfach die Runde ausspielen. Aber nein, 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 ich hole den natürlich dafür. Ist die Insel schon eingenommen? Ne, da gehen wir hoch. Komm. Ich würde sagen, bisher sogar die beste Runde. Also Top 13 und 9 Kills schon. Ist auf jeden Fall noch einiges machbar. Besonders natürlich, wenn man solche Kills abstaubt. Dann ja. Ich habe ihn nicht mal gesehen hinter den Blumen. Geil. Das ist nicht so geil. Und irgendwas snappt auf mich. Ich bleib hier auch nicht stillstehen. Lieber nicht. Nice. Ja, gescannt zu werden ist tatsächlich uncool. Ich werde von zwei Seiten replaced, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Cool, danke, Mann. Ja, auf einmal steht da einer an meiner Wand. Und zwar der losteste von allen wahrscheinlich. Stellt sich so vor meine Wand, macht gar nichts. Ey, Digga, was werde ich hier so geisteskrank to you want? Da ist noch ein Weg, den hole ich mir. Natürlich, er pumpt mich und geht dann wieder. Ey, wirklich korrekt. Ja, wer ist er und wo kommt er jetzt her?
Was machen die alle? Auch einfach mal durch die Wand weg no-scopen, so, zack. Er chillt an meiner Wand und er gewinnt einfach. Das darf nicht wahr sein, Mann. Medkit. Meine Wall schon wieder First Try. Hau mir das Medkit rein, ich brauch's jetzt. Ja, was werde ich so gottlos gefokust von allen gerade die ganze Zeit? Medkit Nummer 3 kommt rein. Jetzt bin ich auch endlich wieder Full HP. Er will mich immer noch, das kann es nicht sein, wirklich nicht. Jo, er tut so, als ob ich der einzige Gegner wäre, der noch lebt. Ist er am Sturm gestorben? Nein, du bist so schlecht. Ich habe kaum wer anonym ist, aber du bist der schlechteste Spieler, den ich je gesehen habe. Das Problem ist, ich habe viel weniger Metz als er. Das ist gut. Das ist ein Hit, glaube ich. Und das ist die Runde. Let's go. Wie viel haben wir noch? 6 Minuten. Oh, wir schaffen keine Runde mehr auf jeden Fall. Ich glaube, damit hören wir sogar jetzt auch schon auf. Weil in den 6 Minuten mache ich eh kein Plus mehr. Ich kann Offspawn machen und dann gehe ich halt down und mache Minus. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice Runde. Wir haben insgesamt 4 Wins geholt. Der Start war nicht so gut. Dafür aber am Ende wirklich alles gewonnen. Ich glaube, ich habe Back-to-Back-to-Back-Win gemacht gerade am Ende. Und wir schauen nach, was wir dafür bekommen. Elite 59% auf 80. Ich glaube, eine Runde würde noch fehlen, dann würden wir sogar Champ schaffen. Wenn man jetzt aber überlegt, ich habe mit Diamant 57%, glaube ich, angefangen. Das heißt also ungefähr ein Uprank und 20% in ungefähr 2 Stunden. Würde ich sagen, ist gut. Kann man auf jeden Fall so machen. Wenn es weiter so geht, dauert es auf jeden Fall nicht mehr lange, bis wir unreal sind. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt noch ein Like da lassen, Abo da lassen und Creator Code Robnik im Shop benutzen. Schaut auch unbedingt auf unserer neuen 1-1-Map vorbei. Der Inselcode ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Macht's gut, bis dann. Ciao.